Hallo, Servus und guten Abend. Mal wieder euer Mödin hier von der deutschen Zocker-Community. Heute mal mit einem etwas anderem Thema. Und zwar geht es heute mal ausnahmsweise nicht um den PC oder DayZ oder sonst irgendwas, sondern mal was ganz Zocker-Alltägliches. Und zwar um die Xbox 360. Und wollen wir euch eigentlich im Grunde gar nicht so viel erzählen, weil ihr wisst ja alles, wie es funktioniert und etc. Uns geht es um was ganz anderes. Und zwar, wir sind natürlich alle ein kleines bisschen geizig, keiner gibt gern Geld aus. Aber ich denke mal, jeder hat so ein sehr ähnliches Problem oder sehr viele. Und zwar bei der Xbox die Kamera so zu positionieren, dass es ordentlich ist. Wie man das erklärt oder wie es funktioniert, wollen wir gar nicht erklären. Das wisst ihr alle selber. Also da brauchen wir alles Quatsch. Uns geht es darum, ein bisschen Geld damit zu sparen. Und zwar so ein Fuß, damit die Kamera, wie dort oben, einfach ordentlich stehen bleibt. Der kostet im Internet so zwischen, ist ja unterschiedlich. Es geht ja bei 10 Euro los und endet wirklich bei 100 Euro. Total Humbug, braucht kein Mensch. Wie ihr seht, meine da oben, die steht ganz ordentlich, sieht ganz gut aus. Und das Ganze war fast kostenlos. Also haben wir selber gebastelt. Und ich zeige euch jetzt in diesem Video, wie das Ganze ungefähr so funktioniert. Und zwar, ihr seht, die steht bombenfest. Ich mache die gerade mal runter, dass ich das euch zeigen kann, was ich da innerhalb von wirklich nur ein paar Minuten gebastelt habe. So, die ist nämlich auch etwas stabil, etwas fest. Im Grunde, wie ihr seht, es war eigentlich nur ein kleines Stückchen Brett. Das ist so ein Stück von einem alten Schrank, habe ich so ein bisschen rausgebrochen, weil ich das nicht gebraucht habe. Hier unten habe ich einfach nur, wie ihr seht, ein Metallwinkel gemacht. Dieser Metallwinkel, der kostet in jedem billigen Baumarkt, lasst jetzt 1,50 Euro sein, also das Ding kostet nichts. Diesen braucht ihr, damit nachher dieser Kamerafuß nicht nach vorne rutscht. Deswegen muss der hinten etwas länger sein. Und hier vorne habe ich einfach, ich versuche es mal zu zeigen, dass es auch scharf kommt. Es geht jetzt nicht ganz so scharf, wie im Fernsehen im Hintergrund, aber das ist egal. Habe ich so eine Art kleine Rundnägel dran gemacht, also so spezielle Nägel mit so einem Bogen. Und die sind dafür da, dass die Kamera, also der Fuß nachher nicht nach hinten rutscht. Das Ding wird nachher einfach so drauf gesteckt. Wie ihr seht, diese Füßchen hier vorne, die halten das Brett, dass es nicht nach hinten rutscht. Ganz stabil. So, Kamera fallen hier runter. Und hinten am Fernseher, wie ihr seht, ist der sogenannte Fuß oder diese Gegensockelleiste, was das Ganze sehr stabil macht. Da könnt ihr jeweilige Kameras, was ihr habt, ihr könnt auch theoretisch eure Kamera vom Laptop für so einen Fuß selber basteln. Oder die 360 oder für die Xbox One oder von mir aus für die PlayStation. Oder keine Ahnung, was ihr mal auch mit draufstellen könnt. Also es ist wirklich, ja, einfach nur ein Stück Brett, total easy. Von mir aus könnt ihr eure Frau auch einen Gefallen tun. Und könnt auch einen Strauß Blumen draufstellen. Ne? Scheißegal. Also wie ihr seht, es ist sehr stabil, es hebt sich selber. Wie gesagt, Kostenpreis. Das Brett, da können wir ein Stück Abfall nehmen. Ich habe es nachträglich noch mit schwarzer Farbe angemalt, mit einer Spraydose. Ja, wie gesagt, ein bisschen Brettspan oder was ist das? Keine Ahnung. Und normal dieses 1,50 Euro Winkelchen. Wie gesagt, hier ein bisschen länger. Da müsst ihr natürlich gucken, wie ihr mit dem Fernseher braucht. Ich habe das einfach erstmal hingehalten, geguckt, dass es in der Balance ist. Dann habe ich vorne diese zwei Nägelchen. Habe ich einfach reingeklopft mit dem Hammer, so Pi mal Daumen. Dann habe ich das hingehalten, also ganz ohne großartiges Werkzeug. Habe geguckt, was für einen Abstand ich brauche, habe das festgehalten, habe das Ganze umgedreht, habe dann zwei kurze Schrauben reingemacht. Wie gesagt, angemalt, hingestellt, Kamera drauf, nach 10 Minuten. War alles cool, war alles lässig, hat alles gepasst. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, so ein bisschen zur späten Stunde. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, oder vielleicht eine Idee braucht, wie ihr euch was einfacher machen könnt, wenn es ums Thema Zocken geht. Gar kein Thema. Schreibt uns einfach per kontakt@deutscherzockercommunity.de oder besucht uns auf www.deutscherzockercommunity.de oder besucht uns im Teamspeak oder schreibt einen Kommentar oder schreibt eine PN oder von mir aus schickt auch Rauchzeichen. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Das war euer Mödin.